Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Und das ist ein Video, in dem ich Ihnen eine absolut versteckte Traffic-Quelle zeigen möchte, wie Sie wirklich viele Besucher und Traffic zusätzlich auf Ihrer Webseite bekommen können, ohne dass Sie Inhalte erstellen oder ohne dass Sie irgendwelche bezahlte Werbung machen. Der Trick ist ganz einfach. Man kommt wieder einmal nur nicht drauf. Mir ist es selber so ergangen. Ich bin auch nicht drauf gekommen, aber ich habe es woanders gesehen und ich kann meistens solche Geheimnisse nicht für mich behalten. Darum gebe ich das hiermit weiter. Also dieses Video ist ganz speziell für Leute, die schon viele Videos erstellt haben, die zum Beispiel einen YouTube-Kanal haben wie ich. Sie sehen ja, ich habe hier unzählige Videos. Das sind jetzt schon über 100 öffentliche. Da will ich noch gar nicht von denen sprechen, die nicht öffentlich sind. Also viele, viele Videos und das war viel Arbeit, die zu erstellen und so weiter. Aber es gibt jetzt eine Möglichkeit, aus diesen Videos noch zusätzlich viele, viele Besucher rauszuholen, nämlich mit dem Audio alleine. Das nennt sich heutzutage Podcasts. Das heißt, man sieht einem nicht, sondern man hört nur die Stimme. Da gibt es ganze Podcast-Portale, die werden immer beliebter und bekannter, zum Beispiel wie podcast.de. Es gibt unzählige solche Podcast-Plattformen. Das ist dann so ähnlich wie bei YouTube, nur dass man eben nur die Audios hört. Werden auch schon Kurse jetzt angeboten im deutschsprachigen Raum an die 1.000 €, wo man lernt, wie man mit Podcasts Geld verdienen kann und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich zeige Ihnen jetzt eine kostenlose Software, mit der Sie aus Ihrem Video ganz einfach ein Audio machen können. Und dann können Sie dieses Audio, was bereits ja da ist vom Video, auf solche Podcast-Portale hochladen. Dort können Sie genauso Ihren Link für die Webseite drunter packen. Sie werden dadurch viele unzählige Besucher anziehen, wenn Sie das immer stetig machen. Das ist der ganze Trick dahinter. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, wie das geht. Also, die Software, die nennt sich VLC Media Player. Kann man sich wieder bei chip.de kostenlos herunterladen. Und ich gehe jetzt mal rein hier in diesen VLC Media Player und dann zeige ich Ihnen, wie das ganz einfach funktioniert. Also Sie sehen, hier ist das Programm schon geöffnet. Alles, was Sie tun müssen, ist, Sie gehen auf Media, dann gehen Sie hier auf Convert and Save. Hier können Sie ganz hier drüben bei File einfach Ihr Video reinholen. Da gehe ich jetzt auf meinen Camtasia Studio Ordner. Da sehen Sie, da habe ich die ganzen Videos gespeichert, die ich so in der Zeit immer gemacht habe. Ja, ich nehme jetzt einfach irgendeins. Das ist jetzt nur zu Testzwecken. Das nehme ich jetzt für eins. Völlig egal. Nehmen wir mal das, Google Trends. Weiß gar nicht mehr, was das für eins war. Okay, das soll ich hier rein öffnen. Das ist jetzt das Video. Dann geht es jetzt hier weiter. Ich gehe auf Convert und Save hier herum. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Jetzt suche ich mir hier einfach die Datei aus, in die es konvertiert werden soll. Und wir nehmen jetzt hier einfach das Audio MP3. So, jetzt habe ich hier noch die Destination File, das heißt den Ordner, also wie es dann letztendlich heißen soll. Da lege ich jetzt einfach den Zielordner fest. Auch hier klicke ich auf Browse. Dann gehe ich jetzt hier unter Dokumente und Audios Auto City nehme ich jetzt mal als Zielordner. Und hier nenne ich das ebenfalls Google Trends. Und dann gehe ich nur noch auf Speichern. Wenn das gespeichert ist, kann ich hier wieder in diesen VLC Media Player den Startbutton klicken. Das mache ich jetzt auch. Und jetzt sind Sie hier unten. Jetzt beginnt bereits dieser VLC Media Player, das umzuwandeln, aus einem Video eben ein Audio zu machen. Das dauert jetzt hier ein wenig. Es war 8 Minuten lang, dieses Video, aber es geht verhältnismäßig trotzdem schnell, wenn Sie so schauen. Und diese MP3-Datei, die kann man dann, wie eben schon gesagt, sogar auf iTunes hochladen, auf podcast.de. Podcaster gibt es dann noch, da gibt es unzählige Plattformen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und auch dort sind viele, viele Besucher. Wie gesagt, ich habe dieses Thema immer unterschätzt, aber es gibt sehr, sehr viele, die sich bereits lieber solche Audios anhören als Videos anschauen. Man kann diese Audios von diesen Plattformen dann genauso auf Social Media teilen. Ja, eine tolle Sache, vor allem für Leute, die etwas kamerascheu sind. Und natürlich diesen Trick, den ich hier zeige,
So, das ist schon fertig. Diesen Trick, den ich hier zeige, der ist natürlich optimal für Leute, die schon viele, viele Videos haben, denn hier kann man ganz einfach mit dieser Vorgehensweise, ja, tollen Content erstellen. Also erstellen muss man ihn gar nicht, man wandelt ihn nur um. Man macht aus einer Arbeit, die man schon gemacht hat, eine zusätzliche Traffic-Quelle. So, es ist schon fertig. Mache ich jetzt hier zu, jetzt gehe ich in den Ordner rein, damit Sie sehen, dass das auch geklappt hat. Dokumente, dann habe ich es gespeichert in Audios Outer City und voilà, hier ist Google Trends. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich rein das MP3. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und wir beginnen jetzt mit der Recherche für unser Keyword, das wir festgelegt haben im Einleitungsvideo. Also Sie sehen, das ist das Audio fix fertig, brauche ich nur noch auf die Plattform hochladen und dann geht's ab. Gut, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, dass Sie auf diese Art und Weise viel Traffic zusätzlich generieren können. Und wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie meinen Kanal. Dann erhalten Sie immer Updates, wenn ich neue Videos mache. Einfach hier auf den Button klicken, irgendwo im Video ist er. Das geht mit einem Klick. Gern können Sie mir auch ein Gefällt mir hinterlassen, würde mich sehr freuen. Und Fragen oder Kritik oder so gerne in die Kommentarsektion. Auch da werde ich dann im Laufe der Zeit antworten. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Einen kleinen Moment. Am Ende dieses Videos habe ich jetzt noch einen absoluten Leckerbissen zu sehen. Ich zeige Ihnen nämlich meine Strategie, mit der ich seit Jahren regelmäßig bzw. täglich Interessenten und Kontakte für mein Business generiere. Dieses System läuft, wenn es einmal aufgesetzt ist, völlig automatisch und funktioniert so präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Es ist der absolute Hammer, es hat nichts mit Pay-per-Click oder Facebook-Werbung zu tun. Vergessen Sie das, diese Strategie kennen Sie höchstwahrscheinlich noch nicht. Das können Sie mir jetzt glauben oder nicht, ich schlage Ihnen nur eines vor, klicken Sie jetzt auf den Link unter diesem Video und Sie können sich sofort diese Strategie in Form eines kostenlosen Kurses, den ich selber erstellt habe, also jetzt auf den Link klicken und ja, dann einfach nur noch ansehen. Das war's von mir, tun Sie das jetzt.